Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Zilonka. Eine weitere Folge und vermutlich aber auch die letzte Folge, jedenfalls im LS22. Und deswegen habe ich hier noch ein kleines bisschen was vorbereitet. Wir steigen in unseren Johnny, nehmen den Brandner mit und das heißt schon mal, wir werden höchstwahrscheinlich ernten. Und zwar die Sonnenblumen. Das hatte ich ganz vergessen, dass wir ja da hinten noch ein Sonnenblumenfeld haben. Und man sieht schon in der Entfernung den Klaas stehen, natürlich mit einem Maispflücker. Und wir werden da jetzt gleich anfangen, die Sonnenblumen zu ernten. Ist ja auch ein schönes, schönes, großes Feld da drüben. So, wir müssen mal schauen, wie es hier aussieht. Kommen wir hier vorbei? Haben wir Linksverkehr? Nein. Rechts? Nein. Und Farming Simulator 25. Und das ist ja auch sozusagen der Übergang, beziehungsweise wir werden hier vom 22er rüber wechseln. Natürlich zum 25er. Die nächste Folge Zilonka wird höchstwahrscheinlich dann hier auf dem 25er sein. Und da haben wir dann einen richtigen Vergleich hier. Natürlich zwischen dem 22er und dem 25er. So, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir mit den Zahlen nicht durcheinander kommen. Okay, Schneidwerk und ab die Post. Und dann werden wir mal hier noch ein bisschen Sonnenblumen ernten auf diesem wunderschönen großen Feld. Das geht ja auch ziemlich weit nach hinten. Und führt uns hier an der Fabrik vorbei. Ja, an der Getreidemühle, denke ich. Ne, das müsste die Getreidemühle sein. Dann lassen wir mal den Helfer hier arbeiten. Schauen mal kurz rein. Ja, Getreidemühle, absolut richtig. So, und jetzt seht ihr hier auf der Karte auch schon mal eine Kleinigkeit. Und das könnt ihr schon erahnen, ist ein Häcksler. Ich habe mal spaßeshalber angefangen zu häckseln, weil ich wollte es mal ausprobieren. Natürlich ist das Feld eigentlich noch nicht erntereif. Es ist noch im Wachstum, aber wir können es schon mal häckseln und natürlich verzichten wir dadurch auf ein bisschen Ertrag, aber das soll nicht weiter schlimm sein. So. Ah, der findet natürlich das Feld hier noch nicht. Genau, müssen wir noch ein bisschen vorfahren. So, jetzt aber. Und los geht's. Und dann werden wir nämlich dieses Maisfeld abhäckseln. Das Ganze kommt dann in unser Durchfahrbunker und dann schauen wir mal, welchen Ertrag wir da bekommen. So, Häcksler ist natürlich nur gemietet. Und ich habe auch in der Zwischenzeit unseren kleinen Schlepper, ja klein war er eigentlich nicht, aber er war ein bisschen älter und er war ja nur 25 km/h schnell. Der Zetor, den habe ich mittlerweile auch verkauft, weil so richtig helfen tut er hier am Hof auch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er wendet. Ja, nochmal ein bisschen entleeren. Er fährt gleich links rum, hervorragend. Dann müsste er jetzt rückwärts. Okay. Kommen wir da überhaupt rum oder muss ich nochmal zurücksetzen? Ja, es sieht so aus, als wenn er fährt. Sehr schön. Hervorragend. Das klappt ja. Da haben wir jetzt 37%. Das heißt also, drei Bahnen ungefähr ist eine Wagenladung. Und das sind etwas mehr als 40.000. Das heißt, dann müssten wir doch ungefähr so um die 150.000 bis 200.000 hier aus dem Feld herauskriegen. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ja, natürlich ohne Helfer wird das natürlich jetzt ein kleines bisschen schwieriger. Wir müssen ja selbst abfahren. Wir müssen natürlich die Lohnkosten auch im Auge behalten. Aber das mit dem Jaguar, der gemietet ist, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Und die BGA wird natürlich dann ordentlich Ertrag abwerfen über das Jahr, sodass wir uns da, glaube ich, wenig Sorgen machen müssen. Wir müssen uns auch keine Sorgen machen über das Wetter. Auch wenn wir rechts oben die kleine Regenwolke haben. Ich habe reingeschaut. Also wir haben die nächsten 3 Stunden auf jeden Fall Zeit zum Ernten. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das wird hervorragend passen. Wie das dann auch im LS25 dann aussieht mit dem Wetter, da bin ich auch gespannt. Da hat man ja auch schon vieles Gutes gesehen und gehört, was so, ich sage mal,
ja, die Atmosphäre angeht, ja, in der Abenddämmerung oder im Herbst und so weiter. Jo, da bin ich mal drauf gespannt, wie sich das Ganze hier dann auf der PlayStation dann auch zeigt. Und welche Unterschiede ich da auch sehen kann zwischen einem, zwischen der Mac-Installation und auf der PlayStation. Natürlich kann man dann auf dem Mac dann noch mit Shader arbeiten und dann noch ein bisschen was anpassen, dass das Ganze guter oder besser aussieht. Auf der PlayStation geht das leider nicht, aber da bin ich, wie gesagt, lassen wir uns überraschen, wie das Ganze dann aussieht. So. Wo sind wir? Wir sind bei 87. Ja, dann schafft er, glaube ich, noch nicht mal die ganze Bahn. Das ist auch nicht schlecht. So. Siliermittel. Kann es sein, dass er kein Siliermittel verwendet? Ja. So, dann springen wir mal kurz rüber. So. Jetzt ausschalten. Ja, wundert mich ein bisschen. Augenblick mal. Der Klaas. Siliermitteltank 8.2. Hä? Ach, kann das sein, dass die Anzeige war logischerweise dann vom, hier, natürlich klar, vom Anhänger, vom Ladewagen. Das war natürlich nicht die Anzeige von Klaas. Müssen wir mal schauen, ob er das genommen hat, weil ich wundere mich gerade, weil ich glaube, so um die 8 habe ich nämlich auch nur eingefüllt. Und dann müssen wir auch mal schauen, was der andere Kollege macht. Ja, das machen wir lieber gleich. Ah gut, 47. Ja, besser, wir tanken ihn schon mal ab. Dann kommt er auf jeden Fall 3 Bahnen rum. Ist natürlich klar, das ist das erste Mal, dass man das Feld hier abernten. Und dementsprechend sind natürlich die Erträge mau. Das heißt, er wird auf jeden Fall 3,5 Bahnen fahren müssen. So, dann klapp mal dein Rohr aus. Okay, so, den Rest wird er vermutlich selber hinkriegen. Fahren wir mal kurz zurück, damit wir ihn nicht behindern. Sehr schön. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. So, der Deutz steht parat. Dann bringen wir das Ganze mal ins Silo und schauen mal, ob das auch mit den Silos funktioniert. Denn ich habe ja mich ein kleines bisschen verkünstelt beim Bauen oder beim Setzen der Silos. Und das scheint ja nicht ganz so eben zu sein oder zu passen. So. Ja, geben wir mal das Risiko ein und fahren hier ein. Na, ich überlege gerade Tempomat. Machen wir mal auf 5 km/h und abladen. Ja, da müsste das gerade reichen, glaube ich, dass wir den leer kriegen. Sehr schön. Okay, Bingo. Ja, aber ich glaube, den müssen wir ein bisschen schieben, ne? Das wird jetzt dann doch etwas hoch sein. Ja, lassen wir uns überraschen. So, rechts rum ums Feld. Und auf in die nächste Runde. Häckseln mit dem Klaas.
Ja, wenn man jetzt natürlich die Silos, beziehungsweise das mit dem Durchfahrsilo funktioniert natürlich nicht, aber wenn man jetzt hier die Fermenter, das Fermentersilo entsprechend platziert, dann könnte man natürlich, so, 8-2, das müssen wir uns merken. Na, wo ist er denn? Das müssen wir uns merken, 8-2, um zu sehen, ob er denn hier auch wirklich das Siliermittel verbraucht. Ja, wo war ich gerade? Ja, bei den Fermentersilo. Wenn man natürlich mit dem Fermentersilo arbeitet und man würde das entsprechend platzieren, dann könnte, oh, jetzt fährt er rückwärts, dann könnte man natürlich auch hier mit den Abfahrern arbeiten. Das haben wir ja schon mal auf der Galgenberg wunderschön praktiziert. Das hat ja wunderbar geklappt. Da haben wir ja auch mal ein Maisfeld richtig gehäckselt mit zwei Abfahrern. Und da hat es genau immer gepasst, dass der Abfahrer wieder herkam zum Feld, wie dann der andere voll war. So, dann schauen wir mal hier raus. Solange wir ja ungefähr auf der Höhe der Kabine sind, passt das. So, wir fahren hier in die Spur. Hervorragend. Sehr, sehr schön. Ja, mit dem linken Auge sind wir auf der Spur. Und mit dem rechten schauen wir, wo der Klaas sich rumtreibt. Ich glaube, es gibt nichts, was mehr prädestiniert ist als das Häckseln für den Multiplayer. Außer natürlich Kartoffelernte auf der Rehbach. Und da zocken wir ja auch noch. Am Mittwoch ist es wieder soweit auf der Rehbach Multiplayer. Natürlich noch im LS22, aber der LS25 Multiplayer-Surfer ist bereits geordert. Der müsste dann morgen auch vorläufig erstmal erscheinen. Da bin ich mal gespannt. Aber da ja die Kollegen alle ja auch schon auf den Surfern am Zocken sind, wird es wohl alles klappen. So. Wir schauen mal spaßeshalber rein. So, wo ist er denn jetzt, der Häcksler? Ja, hervorragend. Er verbraucht Siliermittel. Sehr schön. So, wir machen mal Tempomat rein und gehen auf 10 km/h. Ja, und das sieht, glaube ich, ganz gut aus. 11 km/h wäre, glaube ich, zu schnell. Sodele, hervorragend. Da könnte man ja fast mal ein Thumbnail machen. So, aus. Zack. Sehr schön. Noch ein bisschen weg. Weiter oben. Ich danke recht herzlich. Na, jetzt waren wir ein bisschen dicht dran, ne? Natürlich, er fährt halt mit dem Tempo, aber er fährt natürlich nicht in der Spur, weil kein GPS. Noch nicht. Ja, da macht das clever. Der fährt immer erstmal zurück, aber dadurch natürlich im Prinzip durch die Frucht. Also mich würde es jetzt mal wirklich interessieren, wer von euch alles den LS25er dann auf der nordamerikanischen Map spielen wird, auf der asiatischen oder eben gleich mal hier auch auf der Zilonka, so wie ich. Das dürft ihr mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben, würde mich interessieren. Ich glaube, die meisten werden wohl, so wie es aussieht, auf der nordamerikanischen starten. Das ist auch von den meisten so die favorisierte Map. Aber die Zilonka kommt, glaube ich, dann doch relativ schnell hinterher, weil es eine europäische Map ist. Und wir uns da, glaube ich, doch etwas wohler fühlen. Während die asiatische wird zwar auch von einigen Creatern zurzeit performt, aber puh, ich weiß es nicht.
Das ist eher auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, ja okay, man ist mal neugierig und schaut sich das an. Werde ich natürlich auch machen. Aber ob ich da damit, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt mir auch mal sagen, wie ihr denn das jetzt findet. Ich habe schon gesehen, dass man wohl auf jeden Fall jetzt sogar auch Gebäude, und zwar nicht nur Farmgebäude oder beziehungsweise Farmhäuser, bauen kann, sondern tatsächlich auch über die Zeit entsprechende Farmgebäude wie Hallen. Und da bin ich auch mal drauf gespannt, vor allen Dingen dann, was ihr auch dazu sagt. Ah, wir müssen natürlich ein kleines bisschen langsamer wieder. 5, okay, ab die Post. Und abtanken, beziehungsweise abladen. So, kommt er hier durch? Sehr schön. Dann fahren wir hier mal um den Kuhstall herum. Kalle maniermäßig habe ich hier jetzt die entsprechenden Herumfahrten gebaut. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie sind wir denn gewesen? Ah ja, wir müssen da lang. So, der Helfer wartet und kostet Geld. Deswegen geschwind, geschwind zurück zum Feld. Sehr schön. Und weiter geht's. Häckseln mit dem Glas. So, das Grasfeld ist meines Wissens auch erntereif, aber das werden wir erst im nächsten Monat bearbeiten. Wohlgemerkt, wenn wir im nächsten Monat überhaupt noch hier sind auf der Map. Auf der anderen Seite sehe ich das auch als kleinen Abschluss für unsere, ja, Vorfreude, für unsere kleine Vorarbeit hier auf die Zilonka, um hier nochmal ein bisschen warm zu werden mit der Map. Ja, sie hat schon einige Besonderheiten und in der neuen Version wird es dann auch eine BGA geben, eine große und ein entsprechendes, ich glaube ein Zementwerk oder irgend sowas in der Richtung. Ja, was ja nicht ganz ungeschickt ist, denn zum Bauen, wie ich gerade eben erwähnt habe, für Farmhäuser oder Unterstände oder ähnliches, braucht man dann eben nicht nur Holzbretter und Holzlatten, sondern auch in der Regel Beton. Und Beton muss man dann mit Steinen. Also da bin ich mal gespannt, wie das wieder alles miteinander zusammengeht und wie das alles zusammen funktioniert im LS25 mit den gesamten Produktionen und vor allen Dingen hier auf der Zilonka. Aber zunächst muss man natürlich sich erstmal die Riverbend Springs anschauen, weil ich denke mal, da sind alle Produktionen und alle Features verbaut, die eben auch neu sind hier bei uns im LS25. So, jetzt noch einmal hier um die Kurve rum. Ja, erstmal das Rohr richtig ausrichten und dann geht's los. Sehr schön. Hervorragend. So, ich würde sagen, ich werde hier noch weitermachen und mir noch ein bisschen den Spaß gönnen, hier noch ein kleines bisschen zu häckseln und natürlich die Sonnenblumen einzufahren, die Sonnenblumenkerne, damit wir dann auf jeden Fall hier noch eine ordentliche Ernte abgeschlossen haben in der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn wir uns bald dann sehen im LS25, im Farming Simulator 25 und wir dann wieder unterwegs sind in den Aufgaben, in den vielen, vielen schönen Aufgaben, die wir hier dann für uns bekommen. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen und tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.